Hast du gewusst, dass du die Möglichkeit, ein neues Video anzuschauen, dem leistungsstärksten Rechner der Welt verdankst? Und ich spreche nicht über dein Notebook oder Handy, ich meine dein Gehirn. Unternehmen wir mal eine kleine Reise, um zu erfahren, wie es funktioniert. Aber dafür brauche ich erstmal die richtige Ausrüstung. Diese Maschine hier. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich habe mich in eine Schallwelle verwandelt. Na gut, Hauptsache es funktioniert. Das hier ist mein Freund Steven. Wollen wir doch mal schauen, was in seinem Gehirn passiert. Interessant. Die Ohrmuschel fängt die Schallwelle und das Abenteuer beginnt. Ziemlich eng hier. Ich quetsch mich mal durch. Na bitte. Nächster Halt, Trommelfell. Es ist etwa halb so groß wie ein 10-Cent-Stück. Oh, was war das? Es beginnt zu vibrieren. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Das ist, als ob dein Nachbar eine Party feiert, die man noch am anderen Ende der Straße hört. Weiter zum Mittelohr. Mann, hier wird's richtig laut. Und das muss die Cochlea sein. Das ist griechisch und bedeutet Schnecke, weil es, naja, wie eine aussieht. Hier ist alles mit einer Flüssigkeit gefüllt und jetzt wird es auch noch ganz schön stürmisch. Wofür sind denn diese süßen Härchen da? Guck mal, wie viele das sind. Das kitzelt. Sie bewegen und biegen sich und dann beginnt erst die richtige Magie. Die Vibrationen werden in Nervenimpulse umgewandelt. Mann, das geht ja richtig schnell hier. Wir reisen gerade durch den Hörnerv. Nächster Halt, Gehirn. Ich setz mal lieber meine Sonnenbrille auf. Hier ist es nämlich ganz schön hell. All diese Bäume hier sehen aus, als wären sie einem Science-Fiction-Film entsprungen. Was passiert denn, wenn ich sie anfasse? Boah, das ist ja wie ein Blitz. Das sind die Neuronen. Es gibt etwa 100 Milliarden. Ungefähr so viele wie Sterne in der Milchstraße. Die meisten hast du schon bei der Geburt, aber wenn du älter wirst, produziert dein Gehirn auch neue. Wow, das war ganz schön hell. Und schon wieder. Neuronen senden 5 bis 50 Nachrichten pro Sekunde. Aber dazu kommen wir später nochmal. Es gibt hunderte Neuronentypen und drei Hauptklassen. Sensorische Neuronen sind wie kleine Geheimagenten. Sie sammeln Informationen von unseren Sinnesorganen wie Augen und Ohren und übermitteln sie an das zentrale Nervensystem. Das hier sind Motoneuronen. Sie sind die großen Ansager in deinem Körper. Sie erhalten Informationen von anderen Neuronen und leiten sie an deine Muskeln, Organe und Drüsen weiter. Die sagen dir also, was du tun sollst. All die anderen sind Interneuronen. Sie sammeln und empfangen Informationen von anderen Neuronen. Dieses Treiben hört nie auf. Es ist wie eine riesige Chemiefabrik. Neuronen arbeiten so schwer, dass sie genug Energie produzieren, um eine LED-Lampe zum Leuchten zu bringen. Na, lass uns das doch gleich mal ausprobieren. Ha, guck, tatsächlich. Das Tempo hier ist unglaublich. Bis zu 400 km/h. Wie in einem Rennwagen. Aber lass uns kurz innehalten. Ich will wissen, was hier passiert. Willkommen im Cerebrum, dem Großhirn. Es macht 85% deines Gehirns aus. Gut, dass ich in Anatomie immer gut aufgepasst habe. Hey. Die äußere Schicht des Großhirns besteht aus grauer Substanz. Der Rest ist das Mark und besteht aus weißer Substanz. Das Großhirn interpretiert deine Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Dem Großhirn sei Dank kannst du verschiedene Emotionen empfinden und neue Dinge lernen. Wusstest du, dass dein Gehirn über unbegrenzte Speicherkapazitäten verfügt? Dafür sind also die ganzen Falten und Rillen da. Okay, genug vom Großhirn. Der nächste Höhepunkt ist das Cerebellum, auch bekannt als Kleinhirn. Es ist tatsächlich viel kleiner als das Großhirn, aber nicht weniger wichtig. Ups, Vorsicht, das ist alles sehr empfindlich hier drin. Dein Kleinhirn erhält Informationen von deinem Rückenmark und steuert die Motorik. Dank deines Kleinhirns kannst du laufen, ohne zu fallen, hast eine gute Haltung und kannst sprechen. Es hilft außerdem dabei, konzentriert zu bleiben und Emotionen zu kontrollieren. Das unterscheidet sich natürlich von Person zu Person. Was ist mit dir? Bist du eher ruhig oder kann man dich leicht auf die Palme bringen? Verrat's uns unten in den Comments. Aber wir sind hier noch nicht fertig, also weiter geht's. Neuronen gibt es in allen Formen und Größen, aber alle bestehen aus drei grundlegenden Teilen. Dem Zellkörper, dem langen Schwanz namens Axon und den Dendriten, die wie Äste an einem Baum aussehen. Neuronen empfangen die meisten Informationen über ihre Dendriten. Oh, pst, lass uns kurz einen Moment hier bleiben und zuschauen. Hier wird's gleich richtig spannend. Die Informationsübertragung ist nämlich in vollem Gange. Ein Neuron allein kann nicht viel ausrichten. Sie müssen als Team zusammenarbeiten. Sie sprechen in ihrer Geheimsprache aus elektrischen und chemischen Signalen miteinander. Ha, hast du dieses kleine Licht ausgehen sehen? Nicht alle Nachrichten kommen durch.
Neuronen lernen, was relevant ist und was nicht. Und wenn du etwas wieder und wieder und wieder tust, also immer wieder dasselbe Signal kommt, wird die Nachricht immer schneller an ihr Ziel transportiert. Etwas, das ein paar Bereiche deines Gehirns aktiver macht, ist Liebe. Sie leuchtet in einem MRT-Scan. Moment mal, bei all dem Gerede über Liebe haben wir einen Abzweig verpasst. Ein Stück zurück? Nee, das meinte ich nicht. In diesem Labyrinth verläuft man sich ganz schön schnell. Vielleicht hier? Wir suchen nach etwas wirklich Kleinem, das wie eine Mandel oder so aussieht. Ja, da. Darf ich vorstellen, die Amygdala. Die musst du gesehen haben, denn sie spielt eine wichtige Rolle. Sie steuert deine Emotionen wie Angst und Trauer und hilft dir, dich zusammenzureißen. Und sie ist quasi dein Notizbuch für Erinnerungen an Ereignisse und Gefühle. Sie speichert sie, dass du ähnliche Situationen in der Zukunft wiedererkennst. Okay, was kommt als nächstes? Das muss der Hirnstamm sein. Er ist für die Kommunikation zwischen Gehirn und dem Rest des Körpers zuständig. Und du darfst ihm für automatisch ablaufende Vorgänge danken. Also Atmen, regelmäßiger Herzschlag, Verdauung und andere Grundfunktionen. Der Hirnstamm ist direkt mit dem Rückenmark verbunden. Das ist die zentrale Autobahn deines Nervensystems, sozusagen. Was war denn das? Verkehrspolizei? Dabei war ich doch gar nicht so schnell. Ehrlich, alle anderen hier sind viel schneller unterwegs. Auf dieser Autobahn führen Spuren in beide Richtungen und transportieren Nachrichten von und zu dem Gehirn in einem Affenzahn. Steven, wo gehst du denn hin? Siehst du nicht die Tür vor deiner Nase? Oh Mann. Gehirn, du musst irgendwas machen. Du musst die Muskeln alarmieren. Okay, ich muss ihn retten. Puh, das war knapp. Ich bin ja wieder ein Mensch. Das Handy klingelt immer noch. Wie lange war ich denn weg? Nur, dass du es weißt. Das alles ist in nur einer tausendstel Sekunde passiert. Wow. Hey, wenn du heute was Neues gelernt hast, gib diesem Video gerne ein Like und teils mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klick einfach links oder rechts und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.